Da wären wir wieder beim Witcher und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Aber wenn ich alles richtig gemacht habe, dann ist der Sound jetzt wesentlich besser als früher. Ich habe ein neues Mikrofon, ich habe ein bisschen mit den Soundeinstellungen rumgetüftelt. Dürfte jetzt alles eine Ecke besser klingen. Soweit die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, ich habe tatsächlich total vergessen, was ich eigentlich machen wollte, weil die letzte Session wirklich lange her ist. Das heißt, egal was ich euch angekündigt habe, was ich hier in Toussaint bzw. Beauclair vorhabe, weiß ich nicht mehr. Ich schätze mal, skellige Kartensatz gewinnt irgendwas, habe ich aber ehrlich gesagt gerade nicht so Bock drauf. Ich weiß auch nicht, ob 3 Tage schon vergangen sind und ich zu Liam und Mathilda zurückkomme. Schauen wir mal kurz in die Aufträge. Ich hätte mir natürlich auch angucken können, was ich zuletzt gemacht habe. Aber auch das habe ich jetzt vergessen. Deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt einfach mal das hier fertig zum Rollemur-Friedhof. Das ist, glaube ich, nicht so weit. Und man muss ja auch mal Dinge abschließen hier. 200 Schritte. Das geht. Das Schöne an dem neuen Audio-Setup ist, mal abgesehen davon, dass ja meiner lieblichen Stimme jetzt durch ein wesentlich besseres Mikrofon lauschen könnt. Stichwort ASMR. Stichwort Nahbereich. Ist, dass ich ein Ducking aktiviert habe. Das heißt, ich spiele mit Kopfhörern und der Spielsound geht automatisch etwas runter, sobald ich spreche. Müsstet ihr hören, sobald ich mal eine Weile die Schnauze halte. Das probieren wir doch gleich mal aus. Jetzt müsste gleich die Musik etwas lauter werden. Wahnsinn, oder? Vielleicht mache ich auch einfach mit dieser ASMR-Nummer weiter. Ich weiß nicht, warum ich automatisch in so eine halb Peter Maffay, halb Jahrmarkt-Ansagerstimme verfalle, aber was ich weiß, ist, dass da hinten Bäume flackern, sobald ich ein paar Schritte nach vorne und hinten mache. Also, lasst euch das gesagt sein. Hören wir auf mit dem Quatsch, machen wir lieber hier diese Ertrunkenen kaputt. Das Coole ist, ich habe jetzt auch endlich mal wieder Kopfhörer auf. Ich habe ja immer mit Fernsehsound gespielt. Und so nett das ist, weil man irgendwie nichts auf dem Kopf hat. Es ist halt auch nicht so immersiv und jetzt mit der Mucke und Sound und ach, wunderbar. Hier ist ein durchweichter Brief. Der Brief ist durchweicht und fällt auseinander. Er ist kaum leserlich. Das klingt doch nach einer Batman-Geschichte mit Bruce und Robin und Selina. Da reichen mir die drei Namen schon, um schon wieder eine Popkulturreferenz seitens CD Projekt zu erkennen. Wenn der Brief von Bruce an Robin geschrieben wäre, statt umgekehrt, dann könnte ich jetzt die Batman-Stimme machen, aber so muss ich die Robin-Stimme machen. Bruce, mach keine Dummheiten. Bin kein großer Robin-Fan, egal. Bruce, mach keine Dummheiten. Ich weiß, dass du Selina zusammen mit den Resten unserer letzten Beute auf dem Friedhof von Beauclair begraben hast. Denk daran, dass ein Teil davon uns zusteht. Sei kein Idiot. Wir wissen alle, dass du ihr Liebhaber warst, aber ich erinnere mich daran, dass sie außerdem unsere Anführerin war. Das ist es, was zählt. Wir haben unseren Anteil vom Überfall auf Martinbergs Laden bis heute nicht gesehen. Selina damit zu begraben, ist eine Sauerei. Die Schätze gehören uns allen. Treffen wir uns und teilen alles gerecht auf. Danach kannst du dich im See ertränken oder an einem Ast deiner Wahl aufhängen, Robin. Das ist jetzt natürlich eine etwas, Hot Take auf die Batman-Lore. Aber okay. Finde den Schatz, der auf dem Friedhof versteckt ist. Wer sich fragt, wie schon Batman? Bruce Wayne, Robin. Damit ist Robin von Locksley gemeint. Und Selina, für Selina Kyle, die natürlich Poison Ivy ist im Batman-Universum. Ihr merkt schon, ich kenne mich aus. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Da weint gleich eine. Mann, ich hoffe, das mit dem Sound passt jetzt. Also, ich habe mir jetzt echt Mühe gegeben. Ich habe jetzt aber keine Testaufnahme mehr unmittelbar vor dieser Aufnahme gemacht. Aber die Tests, die ich gemacht habe, die waren alle erfolgreich. Nicht, dass jetzt das neue Skate nicht funktioniert und alles hier abgestopselt ist. Aber wenn, dann habt ihr es eh schon kommentiert. Ach so. Also, hier war ich doch schon mal, oder nicht? In dieser Krypta. Da gab es doch schon mal den Beef mit diesem
Pärchen, was im Tod vereint war, aber dann nicht vereint sein wollte. Da ist doch was. Ah, Tagebuch von Quail. Und die Quest ist hiermit abgeschlossen. Das kann ich hier natürlich noch ein bisschen looten. Lesen wir erstmal das Tagebuch von Quail. 21. Tag im Dienst. Götter ist das öde. Hier gibt es wirklich gar nichts zu tun. Eine kurze Morgenrunde reicht, um alle Pflanzen zu gießen. Das Blumenbeet vor der Botschaft braucht auch nicht viel Pflege. Und so geht es Tag für Tag. Vielleicht schaue ich heute in Saint-Sébastien vorbei. Spiele ein Ründchen Gwint. 22. Tag im Dienst. Ich hasse Gwint. Ich habe einen Monatslohn verloren, eigentlich auch den nächsten. Jetzt habe ich Schulden bei diesem Graubill Pellegrin. Der versteht bei sowas keinen Spaß. Ich muss irgendwie ein paar Florin zusammenkratzen, sonst geht das übel für mich aus. 24. Tag im Dienst. Ich habe gehört, wie der Botschafter seinem Sekretär Anweisungen gegeben hat. In den nächsten Tagen schicken sie einen Weintransport für den kaiserlichen Hof zusammen mit nicht genutzten operativen Ressourcen. Ich schätze, damit ist ein Sack voller Florin gemeint. Solche Informationen könnten einem Knaben aus dem richtigen Stadtteil ein Vermögen wert sein. 27. Tag im Dienst. Graubill Pellegrin hat die Eskorte der Karawane geschlachtet und die Fracht geklaut. Er besaß die Stirn, mir ein volles Geldsäckel in die Botschaft zu bringen. Das sei mein Anteil. Ich spucke auf sein Geld, aber ich fürchte, ich werde es noch früh genug brauchen. Ich habe es an einem sicheren Ort versteckt. Seit der alte Ralph tot ist, kauft er doch niemand mehr Übertöpfe aus Holz. Seine Werkstatt ist das ideale Versteck. 29. Tag im Dienst. Graubill hat mir aufgetragen, in der Botschaft die Augen nach der nächsten geplanten Karawane offen zu halten. Ganz beiläufig hat er hinzugefügt, dass der Wachkommandant sicher schockiert wäre, von meiner Rolle beim vorigen Überfall zu erfahren. Ich hatte die Route der Karawane aus dem Büro des Sekretärs gestohlen. Das war der Preis, den ich für meine idiotische Idee bezahlen musste, mit Graubill Pellegrin zusammenzuarbeiten. 31. Tag im Dienst. Die Karawane ist aufgebrochen. Diesmal wird sie von Arnold Eib Blume eskortiert, dem Kommandanten der Botschaftswache. Graubills Männer wissen nicht, dass ihnen ein Kampf gegen Elitesoldaten bevorsteht. Wenn er es erfährt, wird es Zeit, von hier zu verschwinden. Ich müsste genügend Erspartes haben, um irgendwo weit, weit weg nochmal von vorne anzufangen. Meicht scheint mir ein gutes Ziel zu sein. So, ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht verstanden. Aber macht ja nichts. Heute habe ich es ein bisschen dunkler bei mir im Let's Playodrom. Was jetzt dazu führt, ist, dass mein ganzes Bild gestreift ist, weil ich jetzt auf diese hellen Texte geglotzt habe, um die vorzulesen und ich mich jetzt hier nicht mehr auskenne. Ugh. So. Also hätten wir es auch geschafft. Was haben wir hier noch? Das sind hier noch ein paar Schatzsuchen, Profite. Ach, das war das mit der Fasanerie. Da schaue ich jetzt doch nochmal kurz hin, weil ich habe das Gefühl, dass ich das auch lösen können muss, ohne dass ich an dem Türsteher scheitere, beziehungsweise dass dann die Gwint-Quest ausgelöst wird. Also eigentlich muss ich ja in diese Fasanerie reinlatschen können, ohne dass ich zu dem Türsteher gehe. Ah, das ist hier unten, oder? Nee, doch. Was ist das hier? Bäckerei. Na, das ist natürlich Quatsch. Also muss ich doch nach oben. Was ist das für ein Geraune ist hier in der Stadt? I'm my own master with a bottle in front. Get your minging mitts off her, fucking Gwent! Was haben die denn? A year on and some tossin' have invented the wankers of Novigrad faction. Gwent didn't need changing, leave her the fuck alone! Was sind diese Witcher? Windpuristen, ich speichere mal schnell nicht, dass ich hier schon wieder.
in Stress kommen. So, und ich komme hier aber tatsächlich an dem nicht vorbei. Und hier oben... Nee. Also, ich glaube, das kann ich erst machen, wenn das hier gelöst ist, das Problem. Naja, macht ja nichts. Was haben wir noch offen? Lager der Schatzjäger. Ach, ich wollte doch eigentlich nach Fuchstal rauf. Genau, hier wollte ich hin. Und das hier machen, die Hansebasis. Ich glaube, das mache ich als nächstes. Dann muss ich aber glatt kurz nochmal auf die Karte schauen. Na genau, ich gehe einfach geradeaus und komme dann zur Nilfgaardischen Botschaft. Ich muss auch noch zur Bank hier irgendwo in der Stadt, aber so dringend brauche ich die Kohle nicht. Und ich weiß einfach nicht, wo diese Bank ist. Kann sein, dass ich jetzt im Moment wieder dran vorbeilaufe. In dem Moment tippt einer, er ist wirklich in dem Moment wieder vorbeigelaufen. Das ist wohl die Nilfgaardische Botschaft, die hilft mir jetzt nicht viel. Aber ja, irgendwann tausche ich meine Kohle schon noch um. Jetzt geht's erstmal zurück aufs Land, da fühle ich mich viel, viel wohler als in der Stadt. Eigentlich müsste ich mich noch mal kurz pimpen, gell? Weil in Fuchstal, da wird man fuchsteufelswild. Bin ich gerade gepimpt? Nee, bin ich nicht. Ich fahre noch mal kurz nach Hause und übernachte da einmal. Denn in Fuchstal, wenn ich diese Hanse-Quest mache, das ist richtig tricky. Da kann jeder Perk, oder dass jeder Perk Gold wert. Deswegen haue ich mich jetzt hier nochmal schnell aufs Ohr. Kann ich denn nicht beim... Da habe ich jetzt gerade nichts offen, oder? Ich habe 2 Punkte, aber die helfen mir gerade nicht so viel. Ist wie gesagt schon eine ganze Weile her, dass ich gespielt habe. Deswegen verzeiht mir, wenn ich gerade wieder ein bisschen reinfinden muss. Das Leben als junger Vater fordert seinen Tribut. So, ich penne mal bis 4 Uhr. Uhr, würde ich sagen. Ah, jetzt kann ich auf den Markt und mir mein Bildnis ansehen. Mache ich aber ein andermal. Inzwischen sind erste Bilder veröffentlicht worden aus der Witcher-Serie auf Netflix mit Henry Cavill als Geralt. Und ich muss sagen, also ich bin ja nicht der Purist. Ich habe mir auch Ärger eingehandelt, weil ich einen Scherz gemacht habe und dem Henry, was lustig ist, weil ich gar nicht mehr dran gedacht habe, quasi digital einen Bart verpasst habe, obwohl sie ihm schon mal digital einen weggenommen haben. Weil ich finde, Geralt sieht mit Vollbart einfach cooler aus. Was mir dann den Ärger von rechts außen Arschgeigen aus Amerika eingebracht hat, die mir unbedingt erklären mussten, dass, weil sie halt keinen Spaß verstehen, dass der Witcher in der Serie sich ja an dem der Bücher orientiert. Und in den Büchern hat Geralt keinen Bart und mag auch keinen Bart. Ja, herzlichen Dank. Mein Gott, ich habe halt nur einen Witz gemacht. Echt jetzt. Naja. Jedenfalls, die ersten Bilder waren ja so ein bisschen, naja, wie sieht das denn aus? Aber ich muss sagen, es sieht mega cool aus und ich freue mich jetzt echt auf die Serie. Wahrscheinlich sollte man vorher die Bücher gelesen haben, mache ich nicht mehr. Ich werde mir auch die Hörbücher nicht mehr reinziehen. Dafür lese ich einfach zu wenig und wenn dann was anderes. Aber aha, Achesporn, okay. Aber ja. Halt, Inventar. Goldener Pirol. Aber ich freue mich auf die Serie. Das könnte echt was werden. So, jetzt noch die Absude. Jetzt bin ich voll gerüstet. Ja, ja. So, ein Level 46 Archespor. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Wie komme ich denn an den ran? Ich finde, inzwischen
zahlt sich die Skillung, die ihr mir empfohlen habt, echt aus. Also da kann man, gerade wenn man so ein bisschen hochgeperkt ist wie ich, da fällt sie nix. Gut, hier ist irgendwo ein Schatz versteckt. Da schreit der Kuckuck. Ruckelt gerade ein bisschen, ich weiß leider nicht warum. Ah, hier ist der Schatz, sehr gut. Das auch geschafft und dann können wir jetzt guten Gewissens, na, gehen wir doch zu dem Fragezeichen noch. In der Folge mache ich das Lager sowieso nicht mehr, aber in der nächsten dann. Da kann ich in der Folge jetzt hier noch kurz aufräumen. Wie cool mein Schwert leuchtet. So. Damn. Ah, die erste Gruppe große Fußstapfen. Das ist diese Majoran-Quest, die ich immer noch nicht angenommen habe. Aber jetzt, wenn ich hier schon mal bin, dann muss ich mich da wohl auch ein bisschen... Die Quest werde ich schon noch irgendwann finden, aber jetzt muss ich hier halt auch mal... Zumindest einsteigen damit. Mal sehen, ob die mir was erklären. Thank you, good sir. You would be the famous Witcher, would you not? Exactly. I shall hitch my wagon and set off for the monument works at once. They await me there. Okay. Aha. Muss ich jetzt nicht verstehen, aber... Geil war's schon. Also da geht's um irgendeine Majoran-Statue. Majoran ist meines Wissens nach der Vater der sieben Götter, die hier im Witcher alles schalten und walten. Und, soweit ich weiß, auch ein direkter Vorfahr von Geralt. Was es mit der Quest auf sich hat, weiß ich nicht. Naja. Jetzt ist es natürlich mitten in der Nacht. Ich reite jetzt mal noch zu dem... Jetzt gucke ich mal kurz ins Inventar. Ja. Ich reite jetzt mal noch zu dem... Hoffentlich... Kernlager von den... denen hier. Also hier ist dieser Höhleneingang. Da ist irgendwie falsch. Ich muss da irgendwie von woanders rein. Vielleicht reite ich einfach mal hier Richtung Fragezeichen und schau mal, ob ich da irgendwie noch... Ob es da noch irgendwas gibt, denn ich war ja schon mal bei der Höhle und das war der Ausgang von dem Hanselager und ich will das Hanselager hops nehmen. Das bedeutet, ich muss irgendwie von der anderen Seite rein und dann... Ach, ich weiß doch auch nicht. Dann zur Höhle wieder raus, so rum. Let's go! Come on! Ich glaube, ich gehe den Rest zu Fuß. Das ist mir sonst zu tricky mit dem Pferd. Luxfelsen, der Gorgo-Ausläufer. Schauen wir mal, was hier ist. Oh, da stehen auf jeden Fall schon mal so Typen. Die würde ich aber sagen, schnappe ich mir erst in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.